Hallihallo, Dieter Bethke vom Lichtfeldstudio in Kiel hier. Ich bin gerade dabei, Schulungsunterlagen für einen neuen Lightroom-Kurs vorzubereiten. Ich mache gerade ein bisschen Pause davon und dabei gingen mir jetzt so zwei, drei Sachen durch den Kopf, die ich hier vielleicht in Form eines kleinen Tipps mal an euch loswerden möchte. Und ganz klar, da ist auch ein kleines bisschen Eigenwerbung dabei. Aber es geht vor allem darum, dass ich euch drei Tipps jetzt nenne, nicht nur zu Lightroom, die euch weiterbringen, die euch insgesamt vielleicht ein bisschen schneller machen in eurer Arbeit, also in der Bildbearbeitung zum Beispiel, und die euch auch noch Geld sparen. Fangen wir doch gleich mal an. Das Erste, was mir so eingefallen ist, investiert doch das Budget, das ihr zur Verfügung habt, vielleicht nicht vollständig in neue Kameras oder Objektive, sondern legt euch auch einen Teil von eurem ersparten Geld zurück und investiert es in euch selber. Also zum Beispiel in Fortbildung. Ja, der Tipp ist jetzt nicht uneigennützig, ich weiß, aber hört vielleicht mal weiter zu. Es geht darum, einfach zu sagen, okay, wenn ich was gelernt habe, dann kann ich irgendwas besser, schneller und fühle mich sicherer. Also eine Fortbildung, die ihr für euch gemacht habt, kann euch keiner mehr wegnehmen. Ja, da habt ihr das Geld einmal für euch ausgegeben und das Wissen wird ja nicht schlechter, das ihr erstmal bekommen habt. Besucht also am besten Kurse und Workshops, die euch weiterbringen. Schaut auch gerne Online-Videos. Ob ihr die jetzt bezahlt oder auf YouTube findet oder so, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Aber denkt mal drüber nach, wer sollte solche Tutorials oder Videos machen, sodass sie euch was bringen? Ich würde vorschlagen, dass ihr versucht, von erfahrenen Anwendern zu lernen. Also Leute, die das Produkt oder die Tätigkeit, von der ihr was lernen wollt, öfter machen. Es ist immer ganz schön, wenn Hersteller kostenlose Tutorials über ihre Software jetzt, wie zum Beispiel Lightroom, zur Verfügung stellen. Das Problem dabei ist nur, die Mitarbeiter sind meistens so nah an der Entwicklung der Software beteiligt gewesen. Die erzählen euch die ganzen tollen Features und was neu ist und wofür man das benutzen könnte. Aber oft ist mir aufgefallen, sind dann auch so Tipps dabei, die nicht wirklich aus der Praxis stammen. Also Workflow, Dinge, die eher komplizierter sind oder vielleicht auch gar nicht zu euren Bedürfnissen passen. Wenn jemand aber selber das Produkt anwendet, täglich in seiner Arbeit, dann wird er euch vermutlich andere Tipps geben, weil er selber eben die Erfahrung gesammelt hat. So ist das jetzt zum Beispiel bei mir. Ich und meine Kollegen, also Frank Fischer zum Beispiel und Harald Löffler, wir stehen fast täglich, mindestens aber einmal die Woche miteinander in Kontakt. Wir alle drei benutzen Adobe Lightroom täglich. Und wir tauschen uns aus und dadurch haben wir alle drei quasi einen gemeinsamen Erfahrungsschatz. Wir haben also quasi 30 Jahre Lightroom-Erfahrung in uns versammelt und jeder von uns gibt Workshops und gibt die Sachen, die er für sich selber eben gelernt hat, gerne an euch weiter. Das ist das Tolle. Darum machen wir das auch gerne. So, jetzt soll es hier aber nicht nur bei der Werbung sozusagen für Kurse bleiben oder bei der Begründung, warum das vielleicht sinnvoll ist, bei dem einen oder bei dem anderen sich einen Kurs anzuhören. Ich habe für euch auch ein Tastenkürzel. Es geht ja darum, ja, sagt er in der Einführung, etwas, das euch schneller macht. Tastenkürzel sind bei einer Software immer eine gute Sache. Das ist ein relativ geringer Lernaufwand. Man kann sich zum Beispiel auch eine Eselsbrücke versuchen zurechtzulegen für die einigen Shortcuts, die es da so gibt. Und wenn ihr die einmal gelernt habt, dann könnt ihr die immer wieder abrufen und zwar einfach über die Tastatur. Und das geht viel, viel schneller, als in den Menüs zu suchen. Ja, ich kann jetzt hier ja mal gucken. So, da blenden wir mal irgendein Menü ein. So, die Menüs, die sind immer vollgepackt mit Sachen und bis man da irgendeine Funktion gefunden hat, vergeht immer sehr viel Zeit. Und es gibt auch in der Tat ja Funktionen, die gar nicht in den Menüs hinterlegt sind, an die man nicht drankommt. Und hier kommt mein Tipp für die Woche, sozusagen das Tastenkürzel der Woche, in Lightroom. Und zwar merkt euch mal Shift-V. Also die Shift-Taste gedrückt halten und dazu den Buchstaben V drücken. So, was macht die Funktion? Das ist eine Vorher-Nachher-Ansicht. Und da haben wir auch schon unsere Eselsbrücke, V wie vorher. Ja, ich mache das jetzt mal hier in meinem Lightroom. Man hat ja oft den Fall, man hat ein Bild bearbeitet und vertieft sich da und macht dies und macht jenes noch. Und irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man sich denkt, so, ey, ich muss ja mal gucken, wie war denn das vorher? Bin ich jetzt überhaupt in der richtigen Richtung unterwegs? Haben diese Veränderungen, die ich an dem Bild gemacht habe, dem Bild gut getan? Oder sind sie schlimmer geworden dadurch? Man übertreibt ja manchmal auch, wenn man so
im Schwung ist und hat hier nochmal den Sättigungsregler noch ein Stück höher gezogen und die Schärfung noch ein Stück weiter. So, ich zeige euch jetzt mal Shift-V. Shift-V blendet euch nämlich, wenn ihr schon im Entwickeln-Modul seid, die Vorher-Version eures Bildes ein. Ja? Da seht ihr also, wie war das Bild, bevor ich angefangen habe, das zu bearbeiten. Und dann drücke ich nochmal Shift-V und habe die Nachher-Version, also nach meiner Bearbeitung. So, ihr seht also hier schon, ja, da hat sich deutlich was getan. Und wenn ich das so beurteile, kommt die Libelle nach meiner Bearbeitung deutlich besser raus. Sie ist ein bisschen bunter geworden. Ich habe einen radialen Verlauf gesetzt, sodass sie in der Mitte etwas heller ist, das Bild. Also die Libelle betont wird und zu den Ecken wird es etwas dunkler. Die Sättigung insgesamt ein bisschen angezogen und so weiter und so weiter. Viele kleine Sachen gemacht. Und mit Shift-V sieht man eben einmal vorher, nachher, so im Gesamtüberblick. Und dann weiß man, die Bearbeitung ist gut geworden oder vielleicht auch nicht. Und man muss vielleicht noch mal ein paar Schritte zurückgehen und irgendwas nicht ganz so doll machen. Tastenkürzel der Woche, Shift-V in Adobe Lightroom im Entwickeln-Modul, damit ihr vorher, nachher prima 1:1 vergleichen könnt. So, einen dritten Tipp habe ich auch noch für euch, habe ich ja versprochen, ich habe drei für euch und jetzt kommt der, bei dem ihr Geld spart. Achtung, kauft kein Lightroom. Also keine Version 5 zumindest mehr jetzt. Lightroom ist eine sehr gute Software, würde ich auch nach wie vor jedem empfehlen, der mit Bildbearbeitung und viel Bildverwaltung zu tun hat. Aber die Spatzen pfeifen es ja schon von den Dächern. Lightroom 6 steht vor der Tür. Ja, das kommt in Kürze. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, zu welchem Datum, aber die Informationslage verdichtet sich zurzeit. Da kommt was Neues und das wäre doch jetzt Quatsch. Jetzt noch 70 Euro fürs Update, von wenn ihr zum Beispiel jetzt noch bei Lightroom 3 oder 4 seid, auf 5 jetzt noch abzugraden. Oder womöglich 115 Euro für die Download-Version von Lightroom 5 jetzt noch für die Vollversion zu bezahlen. Das wäre rausgeschmissenes Geld in meinen Augen. Das könnt ihr euch erstmal sparen. Wartet einfach, bis Lightroom 6 in Kürze erscheint. Und gebt dann das Geld dafür aus, wenn ihr überhaupt vorhabt, Lightroom zu benutzen, was ich euch nur ans Herz legen kann. Ja, das Einzige, was ihr jetzt noch sinnvoll machen könntet, wenn es jetzt unbedingt sein muss, weil eure Testversion vielleicht in 2-3 Tagen abläuft, die ihr euch vielleicht mal runtergeladen habt, die übrigens kostenlos ist, dann schließt vielleicht jetzt das Creative Cloud Abo für Fotografen ab. Für Fotografen bedeutet, das ist nicht die volle Adobe Suite dahinter für 69 Euro im Monat, also wer kein Illustrator und kein InDesign und was es da alles gibt, nicht braucht, sondern einfach nur, ihr wollt Lightroom benutzen. Und ihr kriegt noch die Vollversion von Photoshop. Immer die aktuellste Version kriegt ihr dazu für knapp 12 Euro im Monat. Ich glaube, günstiger wird es nicht mehr. Das kann man mal abschließen. Wenn es euch nichts bringt, könnt ihr das auch nach einem Jahr mit der Zahlung ja aufhören. Und dann vielleicht doch die Vollversion von Lightroom wieder kaufen. Wenn ihr seht, okay, ich brauche den Photoshop gar nicht so oft, aber Lightroom brauche ich immer. Dann macht es sogar Sinn, die Einzelversion von Lightroom ganz alleine zu kaufen. Ja? Aber jetzt nochmal, heute und in den nächsten Tagen kauft kein Lightroom 5, nicht als Vollversion oder als Upgrade, sondern wenn, schließt höchstens ein Creative Cloud Abo für Fotografen ab. Das wäre mein Tipp zum finanziellen Aspekt. Und ansonsten gibt es natürlich jetzt den kleinen Veranstaltungshinweis, ist ja klar. Morgen, also am Freitag, den 27.02., gebe ich einen Lightroom-Einführungskurs. Der wird organisiert von der FF-Fotoschule aus Hamburg. Über die könnt ihr auch buchen. Ich blende den Link hier unten in den Kommentaren ein. Und durchgeführt wird das Ganze in Kiel im Lichtfeldstudio von mir. Da ist noch ein Platz frei. Also wer jetzt spontan Bock hat und sagt, ja, dem kann ich auch 4 Stunden zuhören, dem Mann, bucht es bitte über die FF-Fotoschul-Buchungsseite. Ansonsten muss ich kurz überlegen, der nächste Termin für Lightroom-Schulung wäre der 22.05., also der 22. Mai. Das ist auch ein Freitag, genau wie jetzt morgen. Start ist immer um 18 Uhr für diese Freitagsabendkurse, damit ihr sozusagen After Work da auch prima dran teilnehmen könnt. Also, würde mich freuen, euch da zu sehen und ich hoffe, es bringt euch alles weiter. Und jetzt ganz wichtig hier am Schluss, jetzt bin ich auch echt fertig, ja, ist schon wieder länger geworden, als ich dachte. Ganz zum Schluss, bitte, bitte gebt mir doch hier unter dem Video mal euer Kommentar dazu ab, ob euch solche Tipps, wie ich sie jetzt eben genannt habe, ob die euch weiterbringen, ob euch das so gefällt, soll ich da mal noch welche machen, so. Ich stelle mir vor, immer 3 kurze Tipps, nicht nur zu Lightroom, aber auch. Ne? Kommt da ein bisschen jetzt auf das Feedback von euch auch drauf an. Wenn es euch weitergebracht hat, lasst mir bitte ein Like da oder einen kurzen Textkommentar. Oder von mir aus kritisiert auch, was nicht in Ordnung war, das bringt mich auch weiter. Und ansonsten
ja, war's das. Ich bin raus für heute. Wir sehen uns Freitagabend beim Kurs in Kiel im Lichtfeldstudio oder am 22.05. vielleicht oder bei einem der Grundlagenkurse über Fotografie. Wäre ja auch denkbar. Überlegt's euch. Ansonsten merkt euch einfach Shift-V für Vorher-Nachher-Ansicht in Lightroom. Alles klar, bis bald, euer Dieter Bethke. Tschüss und bye bye.